Willkommen zurück zum Let's Play and Guide F1 Manager 2022, Saison 2 mit dem Team Williams. Wir stehen kurz vorm Rennwochenende von Barcelona. Mein Name ist Koix und ja, schauen wir uns mal die Rennstrecke ein bisschen genauer an. Es wird nicht regnen an dem Wochenende. Streckenkarte sieht folgendermaßen aus. Hier sehen wir sehr gut auch die DRS-Zonen, die wir auf jeden Fall beachten sollten. Die benötigten Autoattribute sehen folgendermaßen aus. Da hohe Geschwindigkeiten in den Kurven hier nicht ganz so gefragt ist, werden wir mit unserem Auto wahrscheinlich auch nicht ganz so toll dastehen. Bin mal gespannt, wir haben ja ein paar neue Autoteile dazu bekommen, aber sollte trotzdem schwierig werden, denke ich. Bei den zeitlichen Erwägungen sehen wir durchschnittlichen Zeitverlust in der Boxengasse 24 Sekunden, hinterm Safety Car 12 Sekunden. Und bei den erwarteten Strategien sehen wir, dass uns nur 2-Stopp-Strategien vorgeschlagen werden. Müssen wir uns dann mal anschauen. Und ich werde im Training auch mal schauen, welcher Reifen hier besonders gut ist. Schauen wir uns die Leistung der Reifenmischung ruhig mal an und sehen, dass der Abbau hier auch wieder nicht ganz so groß ist. Das heißt, dass der weiche Reifen im Rennen höchstwahrscheinlich auch ziemlich gut sein wird. Werden wir sehen. Wir befinden uns in Q1 und sehen uns jetzt die erste fliegende Runde von unseren Fahrern an. Gasly und Doohan gehen gerade auf ihre fliegende Runde. Doohan wird, wenn er Pech hat, aufgehalten von Mick Schumacher. Ich glaube, Gasly kam ganz gut vorbei. Ja, die Sektorzeiten sind jetzt noch nicht so relevant. Wir sind einer der Ersten, die die ersten Runden fahren. Von daher ist uns das egal, diese Ansicht. Und dann schauen wir mal, welche Zeit wir fahren. Zweite fliegende Runde von unseren Fahrern beginnt gleich. Ich habe sie nochmal auf den angefahrenen Reifensätzen rausgeschickt. Sieht aber schon ganz gut aus. Selbst Jack Doohan auf Platz 12 hat ja fast eine halbe Sekunde Vorsprung auf den 16. Platz. Wie sieht es mit Gasly aus? Der ist ja sogar Vierter gewesen beim ersten, bei der ersten fliegenden Runde. So, Gasly hat jetzt sogar absolute Bestzeit im ersten Sektor. Doohan hat sich leider nicht verbessert. Wie sieht der zweite Sektor aus? Gasly persönliche Bestzeit, Doohan auch. So haben sich beide noch mal ein bisschen verbessert, aber wäre eh nicht notwendig gewesen. Hier das Ergebnis von Q1. Ich scroll nur einmal schnell durch. Wir befinden uns in Q2. Unsere Fahrer gehen gleich auf die erste fliegende Runde. Ich habe beiden nochmal den angefahrenen Reifensatz aus dem Q1 mitgegeben. Und ja, so wie wir das jetzt gerade sehen, werden wir wahrscheinlich Pech haben und von Alonso und auch Hamilton ein bisschen aufgehalten werden. Von der ich vermute mal, die erste fliegende Runde wird mit beiden Fahrern keine gute Zeit. Unsere Fahrer gehen jetzt gleich auf die zweite fliegende Runde in Q2. Ja, aktuell sind sie 10. und 13. müssen sich auf jeden Fall verbessern. Schauen wir mal, was sie so in den einzelnen Sektoren bieten. Gasly und Doohan persönliche Bestzeit im ersten Sektor. Im zweiten Sektor genau das gleiche. So, Gasly ist sogar Dritter jetzt in Q2 und Doohan leider nur Elfter. Beide hatten übrigens einen frischen Reifensatz. Damit ist Doohan leider ausgeschieden. Wir schauen uns nochmal das Ergebnis an und wir sehen vor allem, die Abstände sind ja auch ziemlich gering. Also so viel lag nicht dazwischen. Ich glaube jetzt zwischen Gasly, wenn wir mal schauen, und Doohan lagen gerade mal um die 3/10. Und Doohan ist Elfter und Gasly ist Dritter geworden. Also so schlecht war die Leistung von Doohan gar nicht. Er ist halt nur leider trotzdem ausgeschieden. Wir befinden uns in Q3 und Gasly geht jetzt gleich auf seine erste fliegende Runde mit einem angefahrenen Reifensatz. Und es sieht auch ganz gut aus, dass er eine freie Strecke hat für seine fliegende Runde. Ja, und er startet mit einer 1:17.363. So, Gasly startet jetzt gleich auf seine zweite fliegende Runde in Q3 mit einem frischen Reifensatz. Dann schauen wir mal, was er so leisten kann. Aktuell ist er Vierter. Ja, erster Sektor war nicht so gut. Keine persönliche Bestzeit leider. Zweiter Sektor mit persönlicher Bestzeit.
Und dann hat er sich nochmal etwas verbessert von der Zeit her. Aber er bleibt auf Platz 4. Schauen wir uns das Endergebnis von Q3 an. Max Verstappen vor Perez. Red Bull anscheinend wieder etwas überlegen hier. Dann Leclerc, dann Gasly. Sehr gutes Ergebnis zwischen den Ferrari, Sainz, Hamilton, Bottas, Albon, Ocon, Russell und wie gesagt, selbst Jack Doohan auf Platz 11 finde ich ist ganz gut gewesen. Weil wie gesagt, der zeitliche Abstand war jetzt nicht so riesig. Dann kommt noch Norris, Vettel, Alonso. Gibt es irgendeine ganz krasse Überraschung? Nein, gibt es nicht. So, die Rennstrategie unserer Fahrer sieht folgendermaßen aus. Zwei-Stopp, ich kann das auch mal anhand von Gasly zeigen einmal, was wir hier uns überlegt haben. Weich, Medium, Weich. Ein-Stopp ist auch möglich mit Hart-Weich oder Hart-Medium. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass hier eine Zwei-Stopp-Strategie besser ist. Und so habe ich die eingestellt bei beiden Fahrern. Dann würde ich sagen, starten wir das Rennen. Das ist er, der große Preis von Spanien. Die Ampel ist aus und los. So, Start ist erfolgt. Schauen wir uns einmal die Reifen an. Weich und Medium fährt das Fahrerfeld. Ziemlich gut durchgemischt. Dann schauen wir uns mal hier die erste Kurve an und dann wechseln wir wieder im Cockpit. Cockpit-Kamera, wir sind sogar schon dritter, vierter mit Gasly. War übrigens eine ziemlich gute Runde im Qualifying von ihm. Die Abstände waren zwar niedrig, aber vielleicht haben die neuen Autoteile doch echt viel gebracht. Müssen wir gleich mal schauen. Oder müssen wir mal schauen, ob es im Rennen sich bestätigt. Ja? Wir werden kein Top-Auto haben. Wir werden jetzt nicht mit Red Bull, glaube ich, mitfahren können, so einfach. Aber wir sollten es natürlich verbessert haben. So, ich gehe mal beim Reifen erstmal auf aggressiv und gucke, ob wir dranbleiben können, gerade an Verstappen, weil da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken. Es wäre natürlich top, wenn wir an Verstappen dranbleiben könnten, an dem Führenden, mit Gasly. Ja. Bei Duelen müssen wir auch mal schauen. Gehen wir auf doppelte Geschwindigkeit. Wieder bis Runde 3, bis zum DRS, bis es aktiviert wird von der Rennleitung, auf jeden Fall durchhalten oder dranbleiben. Mit allen Möglichkeiten, so Verstappen verliert jetzt so ein bisschen, Gasly verliert jetzt ein bisschen an Verstappen. Hat zwar Windschatten, aber eben noch kein DRS. Nächste Runde haben wir dann auch DRS. Es gibt zwei DRS-Zonen auf dieser Rennstrecke. Ja, wir können einigermaßen eigentlich dranbleiben mit diesen Einstellungen. Natürlich wollen wir nicht durchgehend auf aggressiv fahren, aber weil das ist jetzt nach Update 1.8 wirklich absolute Reifenverschwendung, auf aggressiv oder angreifen zu fahren, länger als ein paar Runden. Insgesamt sollte das der beste Umgang mit Reifen wirklich sein, auf Standard zu fahren oder vielleicht sogar auf leicht, wenn man es kann. Aber Standard sollte das Beste sein, um einfach das Maximum aus einem Reifensatz rauszuholen. Alles andere führt langfristig immer zu einem Verlust. Das ist einfach so. So, jetzt wollen wir auf jeden Fall dranbleiben mit Gasly. 0,5 Sekunden kommen wir dran im Windschatten, weil die nächste DRS-Zone ist erst nach Kurve 9. Duelen kann auch gut dranbleiben. Da würde ich einfach mal auf Standard gehen und hoffen, dass das dann auch passt. Wie sieht es bei Gasly aus? Bleiben wir mal dran bis Kurve 9. Bis zur DRS-Zone. Sieht aber okay aus. Jetzt nochmal hier rum. Hier einmal komplett rum. Und jetzt nach dem nächsten Knick nach rechts. Hier war gerade der Messpunkt. Jetzt geht DRS auf. Ja, super. Ja, wir können dranbleiben. Wahrscheinlich können wir es dann auch mit Standardbefehl und ich hoffe auch mit einem ausgewogenen Spritbefehl. Das wäre super. Dann können wir auf jeden Fall dranbleiben langfristig im ersten Stint. Ansonsten müssen wir vielleicht auch abreißen lassen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, Duelen sieht auch gut aus. Konnte dranbleiben. Tempobefehl, Kraftstoffbefehl jetzt auch mal auf ausgewogen wieder. Da können wir, glaube ich, in diesem Rennen nicht so gut pushen, wirklich. Müssen wir mal aufpassen. So, wie sieht es hier aus? Jetzt auf Startziel kriegen wir übrigens, ist die zweite DRS-Zone, kriegen wir auch wieder DRS. Flügel geht auf und wir saugen uns wieder ran. Ja, man hat aber schon gesehen, wir verlieren in den anderen Passagen schon ein bisschen, gerade auf Verstappen. Also ob wir da wirklich ganz langfristig dranbleiben können, immer bin ich mir noch nicht sicher oder ich bezweifle es eher so ein bisschen. Jetzt geht es hier nochmal so rum. Und dann rechts gibt es wieder DRS und wir kommen wieder ran. Aber je länger wir dranbleiben können, desto mehr holen wir aus dieser ganzen Sache raus, aus diesem ganzen System. Das ist super. So, Duelen auch wieder rangekommen. Wie gesagt, wir können auch das Rennen theoretisch durchgehend auf Standard diesmal fahren. Standard-Tempo-Befehl und haben genug Reifen, weil wir im Zweistopp fahren. Sollte das kein Problem sein. Trotzdem würde ich gerne, wenn es möglich ist, hier und da mal ein bisschen was sparen, einige Runden lang.
Wie gesagt, eigentlich wäre Micromanagement hier super. Wie gesagt, wieder, wie wir es in Australien gemacht haben, in den DRS-Zonen oder bei den DRS-Zonen auf Leicht- oder Sparen stellen und dann eben in den anderen Bereichen vielleicht auf Standard. Allerdings ja, möchte ich auch auf dieser hohen Geschwindigkeit, um mir das Spiel auch ein bisschen schwerer zu machen, spielen. Und da ist es dann doch ein bisschen schwerer, bei beiden Fahrern das ständig jetzt umzustellen. Und dann lasse ich das, aber so würde ich das eigentlich machen, möchte ich euch nur sagen, ne? Um das Maximum rauszuholen aus diesen Reifen und so. Aus der Strategie, aus dem Micromanagement. Das lasse ich jetzt halt nur weg, weil ich das Ganze ja für euch mache und wie gesagt, weil ich es schnell auch machen will, sag ich mal, ja. So, wir können aber noch gut dranbleiben. Das sieht alles okay aus. Wir werden irgendwann dann später wahrscheinlich auch mal ein bisschen Sprit sparen. So, Gasly kämpft sogar richtig so ein bisschen mit Verstappen. Wie gesagt, auf Standardeinstellung, das ist echt nicht schlecht, was wir da jetzt gerade für ein Auto haben. Zumindest bei, auf dieser Rennstrecke. Duan kann auch mithalten. Ja, wir sehen immer mal wieder in den anderen Passagen, in den mit mehr Kurven, mit mittleren Kurven und so, verlieren wir immer noch natürlich auf die Konkurrenz. Aber das wird sich ja spätestens in der nächsten Saison wahrscheinlich ändern, wenn unser Fahrzeug dann auch ausgeglichener ist. So, wir haben eine gelbe Flagge. Warum? Haben da die Räder blockiert? Okay, ist einfach nur ein Dreher bzw. ein Verbremser. Schaue ich mir jetzt mal nicht an. Und ja, dann sind wir auch schon in Runde 7. Läuft ja eigentlich ganz gut. Und dann schauen wir mal, ob wir bis zum Ende des ersten Stints durchhalten können. So, wir befinden uns jetzt in Runde 17 und haben immer mehr Schwierigkeiten dran zu bleiben. Also mit Gasly an Verstappen, zumindest auf den Einstellungen, die wir gerade haben. Und mit Duan auch an der Gruppe davor. Ne, bei Duan hatte ich jetzt schon mal Treibstoff nach oben, also den Verbrauch nach oben gesetzt, dass wir ein bisschen schneller nochmal werden. Dass wir eben dranbleiben können. Jetzt müssen wir mal schauen, sind wir jetzt rausgefallen mit Gasly. Sieht so aus, wir haben kein DRS bekommen, das ist nicht so gut. Jetzt die Frage, wollen wir nochmal rein mit einsetzen? Wir versuchen es einfach mal ein bisschen mehr Kraftstoff nochmal verbrauchen, ansonsten werden wir uns an Perez halten und Leclerc. Duan kann jetzt nochmal einigermaßen mithalten am Ende vom ersten Stint. Ne? Wir sind ja auch nicht mehr so weit jetzt davon entfernt, in die Box zu kommen. Reifen schauen wir uns auch gleich mal an. Wie sieht's aus? Kommt Gasly nochmal ran mit einsetzen Befehl? Ich hoffe mal, dass er es bis zum nächsten Messpunkt schafft. Dann schauen wir uns gleich mal die Reifen an. Wir haben sogar ein bisschen mehr Reifen als Verstappen, aber er hat natürlich halt das bessere Auto. Wenn er überhaupt ganz gut mithalten. Auch Duan eigentlich, der ja nicht so gut damit umgehen kann, hat 49%. Ist jetzt nicht so weit weg von der Konkurrenz, die auch weich fährt. So, wir haben hier wieder DRS bekommen mit Gasly, das ist sehr gut. So, wie sieht es bei Duan aus? Der kommt noch einigermaßen klar. Wie gesagt, da müssen wir halt nur später im Rennen mal ein bisschen Kraftstoff wieder einsparen in einer anderen Gruppe. Vielleicht am Anfang vom zweiten Stint, wenn möglich. So, dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht nochmal zwei, drei Runden auch mit Gasly jetzt an Verstappen dranbleiben können. Und dann können wir ja in die Box fahren. Dann haben wir auf jeden Fall hinter Verstappen einiges Zeit gut gemacht. Denke ich, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Ressourcen da zu investieren, um dran zu bleiben. Genauso mit Duan, der jetzt allerdings auch Gefahr läuft, langsam rauszufallen. Und wie gesagt, viel mehr können wir jetzt nicht machen. Reifen will ich nicht noch weiter beanspruchen und Batterie auch nicht. Ist eh fast leer und Kraftstoff haben wir schon. Also entweder er bleibt jetzt dran oder er hat Pech gehabt. Dann muss er eben hinter Russell oder Vettel bleiben. Wie sieht es vorne aus? Gasly kann jetzt wieder einigermaßen mithalten. Naja, geht ja auch nicht mehr darum, ewig lange durchzuhalten. Wir hatten zwar eine etwas andere Strategie, aber ich denke, ich hole dann auch Duan zuerst rein, weil der Reifen natürlich schon weiter runter ist. Aber aktuell können wir uns eben noch auch unter diesen Bedingungen ganz gut mitziehen lassen und ich würde sagen, das reizt mal ruhig noch ein bisschen aus. So, Duan ist jetzt runter auf 40% vom Reifen, ist jetzt auch in seiner optimalen Runde. Ist auch hinter Russell zurückgefallen. Ich würde sagen, den holen wir jetzt auch rein. Dass wir da eben nicht jetzt immer mehr und mehr Zeit verlieren. Lassen wir ihn jetzt ruhig für den Rest der Runde ein bisschen pushen, was das angeht. Und holen ihn dann an die Box. Bei Duan, wie sieht es bei Gasly aus? Er kann immer noch gut mithalten. Das heißt, er wird dann eine Runde später reinkommen. Oder zwei, müssen wir mal schauen. Bei Gasly habe ich jetzt auch den Spritverbrauch mal ein bisschen höher gesetzt, um mithalten zu können.
So, Duen, wenn er gleich rauskommt, lasse ich ihn wahrscheinlich auch, ne? Wir sehen jetzt auf der linken Seite, viele kommen rein. Lasse ich ihn auch mal ein, zwei Runden auf aggressiv ruhig fahren. Auf Tempobefehl aggressiv, jetzt kommen sehr viele rein, wie wir links sehen können. Und wahrscheinlich verliert Duen auch extrem viel Zeit. Ich habe leider nicht darauf geachtet, ob er wieder ewig warten musste, wie es bei Gasly der Fall war im letzten Rennen. Das kommt mir doch sehr lang vor, gerade dieser Boxenstopp. Bleiben wir ruhig ein, zwei Runden. Versuchen wir dran zu bleiben hier an Ocon. Vielleicht können wir uns einmal da einmal ranfahren. Wie sieht es mit Gasly aus? Wollen wir jetzt rein? Ich denke, eine Runde bleiben wir nochmal draußen. Wenn Verstappen auch draußen bleibt, das wäre zumindest optimal, wenn das so ist. Wenn einer der Red Bull wird draußen bleiben, ja. Verstappen ist reingefahren. Achso, Perez ist gerade vor uns. Fahren wir noch eine Runde mit Perez mit. Und gut ist. Wie sieht es mit Duen aus? Der soll da ranfahren an... Nimm jetzt auch mal die Batterie noch dazu. Der soll ranfahren an... wer ist da vorne? Ocon. Das wäre optimal. So, Gasly, Kraftstoff jetzt auf ausgewogen stellen. Ich gucke die ganze Zeit auch nebenbei auf Duen, aber der kommt nicht mehr ran bis zu dieser... Bis zu diesem Messpunkt, das ist sehr schade. So viel Batterie haben wir da auch nicht mehr. Wenn wir da nicht rankommen, müssen wir uns nach hinten orientieren. Das ist leider so. Okay. Hier ist nochmal, jetzt sind wir dran, haben aber kein DS bekommen. Kurz auf Angreifen gehen. So, wie sieht es bei Gasly aus? Der sollte jetzt genau in die Box kommen. Da wechseln wir jetzt auch auf den Medium-Reifen. Box. Wie gesagt, ich befürchte, auch bei Duen haben wir extrem viel Zeit in der Boxengasse wieder verloren, weil so viele auf einmal reinkamen, wahrscheinlich ähnlich wie im letzten Rennen. Ich habe es leider nicht gesehen. So, wir sind dran an Ocon, das ist sehr gut. Regel zuerst den Kraftstoffverbrauch runter. Gehe beim Tempobefehl erstmal auf aggressiv oder wir können denke ich auf Standard gehen, das wird schon passen. Gucken wir mal. Na gut, Gasly ist jetzt alleine drin, da wird nichts passieren. Na, schauen wir dann mal später auch auf die Zeiten. Ich glaube, Duen hatte fast 4 oder 35 Sekunden Zeit in der Boxengasse, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und was hat Gasly? Ja, gut 33 Sekunden. Dann wurde er vielleicht höchstens kurz aufgehalten, vielleicht eine Sekunde. Ist jetzt nicht so schlimm. Damit kann ich leben. So, wo ist Gasly rausgekommen? Hinter Perez, der natürlich noch nicht drin. Vor Verstappen. Ja, sehr geil. Ich hätte gedacht, dass wir dahinter sind, aber dann können wir auch ein bisschen sparen. Gucken wir uns gleich mal die Reifen an. Wie sieht es mit Duen aus? Das will ich mir erst nochmal anschauen. Er kann vielleicht auch mal auf leicht gehen. Oder nee, wir bleiben auf Standard und wollen da erstmal ein bisschen Sprit einsparen, dass das wieder im grünen Bereich ist. Ja, wir können jetzt nicht so viel pushen, sonst würde ich an Albon ranfahren. So, Gasly. Schauen wir uns die Reifen an. Genau, jetzt sind auch eigentlich alle auf Medium. Das heißt, selbst die, die vorher auf Medium waren, sind jetzt wieder auf Medium gegangen. Fahren dann am Ende wahrscheinlich rot und ja, die anderen fahren unsere Strategie und fahren am Ende wahrscheinlich dann auch nochmal rot. Auf jeden Fall ist das Perez auch in der Box. Mal schauen, ob wir vorne bleiben. Wollen wir ja gar nicht unbedingt, von daher wäre es eigentlich ganz gut, wenn er vor uns rauskommt. Unser Reifen sieht ganz gut aus. Und ja, jetzt geht das Spiel von vorne los. Wir versuchen natürlich, Perez ist vorne geblieben übrigens. Jetzt versuchen wir eben da wieder dran zu bleiben, so gut es geht, im zweiten Stint und dann müssen wir mal schauen. So, Duen, genau das gleiche, Ocon, wen haben wir hier noch, Russell. Hauptsache wir bleiben an der Gruppe, wie gesagt, wir müssen ein bisschen Kraftstoff sparen. Könnten wir jetzt vielleicht auch anfangen mit Gasly auch kurz zu machen am Anfang von dem Stint. Hoffentlich können wir da gut mithalten trotzdem, bis das Ganze wieder im grünen Bereich ist. Okay, that's good, that's good. Das Gute ist gerade auch, Verstappen hat wieder, hat kein DRS von Perez. Und da können wir uns immer echt gut an ihn wieder ransaugen, weil er kein DRS freigeschaltet bekommt. Ah, wir sehen schon, ne, mit dem niedrigen Kraftstoffbefehl auf Sparen sind wir jetzt echt rausgefallen. In so kurzer Zeit, hätte ich nicht gedacht. Gut, jetzt müssen wir mit Gasly wieder kurz pushen, um da wieder reinzufahren. Sprit auf ausgewogen, Reifen auf aggressiv. Da habe ich mich ein bisschen verzockt, sag ich mal. Und mit Ocon eigentlich genau das gleiche. Mit Duen, Entschuldigung. Da kriegen wir wahrscheinlich jetzt auch kein DRS, wenn ich es richtig sehe. Sehr ärgerlich, aber gut. Jetzt fahren wir halt wieder ran. Oder halten uns einfach an die anderen, die ja auch in der Gruppe mitfahren. Das ist eigentlich in Ordnung. Stelle ich doch wieder auf Standard. Laden wir erstmal die Batterie wieder auf.
Das ist eigentlich wichtiger als der Kraftstoffverbrauch. So, ist Gasly wieder rangefahren, ansonsten müssen wir es da auch abreißen lassen. Weil diese DRS-Zone kriegen wir die jetzt mit? Ja, sehr gut. So, wir scheinen uns jetzt an den Gruppen wieder etabliert zu haben. Wir können vielleicht sogar fast mal kurz vorbeigehen, auch wenn ich das gar nicht möchte. Können ganz gut mithalten wieder jetzt am Anfang vom Stint, sei es jetzt mit Gasly, aber auch mit Duan. Aber werden dann mit Sicherheit wieder am Ende vom Stint Probleme bekommen mit beiden Fahrern, so wie es halt immer so der Fall ist. Und dann werde ich mal versuchen, wieder hier und da ein bisschen Ressourcen zu sparen, wenn es möglich ist. So, leider musste ich mit Gasly abreißen lassen, was die Red Bull angeht. Die waren einfach zu schnell. Also Verstappen ist aus dem 1-Sekunden-Fenster dann doch einfach mal rausgefahren und kam in das 1-Sekunden-Fenster von Perez, hatte dann auch DRS und dann konnte ich den Unterschied, Geschwindigkeitsunterschied auf eine ganze Runde eben nicht mehr ausgleichen. Schauen wir uns mal die Reifen trotzdem an. Wir haben immer noch mit Gasly aber einen ganz guten Reifen, jetzt auch im Vergleich zur Konkurrenz. Sieht das okay aus und Duan, ja, wie immer halt weniger und teilweise jetzt sogar um die 4-5%. Müssen wir halt gucken, was er am Ende da mitnehmen kann, da lohnt es sich eben auch nicht oder können wir jetzt auch nicht viel mehr pushen. Was können wir mit Duan noch machen? Der hält sich im Moment hinter Bottas, das ist okay. Und Gasly fährt halt leider aktuell alleine. Ja, wir haben eben auch einen schönen Vorsprung jetzt noch vor Leclerc, fast 15 Sekunden, 14,5 Sekunden. Müssen wir mal schauen, ob wir den halten können oder ob wir da nach und nach was einbüßen. Im Moment sieht es aber ganz okay aus. Da müssen wir mal schauen, ja, vielleicht ist sogar am Ende das Podium drin mit Gasly, werden wir mal sehen. Und mit Duan, ja, wie immer halt, ist weniger drin. So, 2,2 Sekunden, ich überlege gerade, ob wir es vielleicht doch nochmal versuchen. Ein Ausritt! Da ranzufahren. Bottas haben wir überholt, allerdings schaffen wir es wahrscheinlich nicht, weil die fahren auch zu zweit. Ocon und Russell. Ich werde es nicht machen mit Duan. Und dann heißt es jetzt einfach, ja, erstmal das eigene Rennen fahren, Ressourcen sparsam einsetzen und dann mal schauen, wie es am Ende des zweiten Stints aussieht. So, wir sehen auf der linken Seite die ersten Boxenstops nach dem zweiten Stint. Duan steht eigentlich ganz gut noch da mit 48% auf Platz 7 gerade. Konnte mit Bottas so ein bisschen mitfahren. Russell haben wir keine Chance gehabt. Dann müssen wir jetzt schauen, ob wir jetzt eben da gleich mitziehen, ob wir auch gleich reinfahren in die Box oder eben nicht. Gasly hat so ungefähr 4 Sekunden verloren auf Leclerc. Ja, 3-4 Sekunden waren es ungefähr, aber nicht so viel, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Und ja, wenn wir jetzt bald reinkommen, dann sollten wir da auch vorbleiben. Also mit Gasly ist echt, glaube ich, der dritte Platz drin in diesem Rennen. Und dann müssen wir nur langsam eine Entscheidung treffen. Wir sind jetzt runter auf ja, 47%, 50%. Aber wir haben dann auch hinten raus, auch mit dem weichen Reifen, noch genug Reifenzustand, sage ich mal, dass wir da jetzt auch langsam reinkommen können. Und eben nicht, dass wir jetzt hier zu viel Zeit verlieren alleine, wenn wir alleine fahren mit Duan und Gasly. Weil das wäre möglich, dass wir dann eben das Nachsehen haben und nach dem Boxenstopp hinter den Leuten sind. Und da würde ich sagen, dass wir jetzt in dieser Runde vielleicht mit Duan schon reinkommen und auf Rot wechseln. Und dann fahren wir das Ganze zu Ende. Ja, haben wir auch hier nun einen angefahrenen, aber ist nicht so schlimm. Um die 90% sollte der noch haben. Und mit Gasly gehen wir dann in der nächsten Runde rein. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen pushen, ein bisschen was vom Reifen loswerden, 53%, damit sollten wir echt noch gute Rundenzeiten eigentlich fahren, von der fahren wir auf jeden Fall noch diese Runde so zu Ende, vielleicht auch noch die nächste, könnten auch ein bisschen Sprit nutzen. Ja, dann bleiben wir nochmal eine Runde draußen mit Gasly, verbrennen nochmal ein bisschen was von dem Reifen, kriegen jetzt wahrscheinlich auch nochmal DRS, wenn wir Glück haben von der Überrundung. Ne, wurde nicht aktiviert.
So, wo sind wir mit Duan gelandet? Ich schaue mir das einmal kurz in Ruhe an. 4 Sekunden hinter Bottas leider. Ja, das meinte ich eben, dadurch, dass wir nochmal, ich glaube, 2 Runden länger draußen geblieben sind, haben wir eher Zeit verloren. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da nochmal nach vorne kommen können. Wir schauen uns auch gleich die Reifen der Konkurrenz natürlich an. Gucken wir erstmal, was Gasly machen kann. Da werden wir jetzt auch den Boxenstopp einstellen. Auf rote Reifen gehen, auch hier in angefahrenen. Dass wir da nicht zu viel verlieren. Können auch auf Angreifen stellen jetzt für den Rest der Runde. Druck machen, dass wir nochmal alles rausholen. So, Duan kann erstmal nur sein Rennen fahren. Ich meine, wir könnten ein bisschen pushen jetzt mit allen Optionen. Allerdings, dass wir da einfach mal 4 Sekunden auf Bottas rausfahren, bezweifle ich. Red Bull gehen natürlich vorbei. Allerdings sollten Hamilton und Leclerc immer noch hinter uns sein. Und dann schauen wir uns gleich auch mal die Reifen an, wie gesagt, von der Konkurrenz. Genau, wir sind immer noch 8 Sekunden vor Hamilton, wenn ich es richtig sehe. Hier ist mal erstmal auf aggressiv, dass wir vielleicht mal ein, zwei schnelle Runden fahren, auch mit höherem Spritverbrauch bei Gasly. 9 Sekunden auf Hamilton, dann schauen wir uns mal die Reifen an. Sind alle jetzt natürlich auf rot gewechselt, auf den weichen. Verstappen hat schon ziemlich wenig. Wir noch 10% mehr als Verstappen. Gegenüber der Konkurrenz hinter uns haben wir auch fast 10% mehr jetzt gegenüber Hamilton. Leclerc steht noch ganz gut da, Sainz. Also rein reifentechnisch haben wir auf jeden Fall mit Gasly, sieht es echt gut aus. Also ich denke, wir könnten den 3. Platz auf jeden Fall behaupten, auch wenn wir jetzt leider alleine fahren die ganze Zeit. Nach vorne geht nichts mehr, bin ich mir auch ziemlich sicher, es sei denn, die machen einen Unfall. Wie sieht es bei Duan aus? Ich gucke gerade nochmal, Gasly stelle ich jetzt mal auf Standard beim Reifen und auch bei Spritbefehl auf ausgewogen. Dann schauen wir uns nochmal Duan an. Aber da geht's, ja, können wir eben auch nicht viel machen, ne? Dadurch, dass wir jetzt Bottas verloren haben. Wie gesagt, hätte ich doch direkt mit reinkommen müssen. Beziehungsweise eine Runde nach Bottas wäre wahrscheinlich schlau gewesen, sofort reinzukommen, dann wären wir noch dran. Jetzt haben wir eben zu viel verloren. Und müssen halt schauen, ja. Mein 11. Platz wird uns nicht viel bringen mit Duan. Ich denke, irgendwann werde ich es nochmal versuchen, den Rückstand zuzufahren. Was hat denn Bottas aktuell für Reifen? Er hat ähnlich gute Reifen wie wir, also haben wir jetzt auch nicht gerade den Riesenvorteil. Und Duan kann eben nicht so gut mit Reifen umgehen, von daher bin ich da sehr pessimistisch. Aber wir werden es irgendwann nochmal versuchen, denke ich, ranzufahren, weil der 11. Platz bringt uns jetzt auch nicht wirklich viel. Unser Hauptfokus liegt dann aber natürlich auf Gasly, da haben wir jetzt 10 Sekunden auf Hamilton wieder. Das heißt, wir fahren sogar noch ein bisschen was raus. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, jetzt hat Gasly netterweise nochmal einen schönen Fehler gemacht. Und wenn wir Pech haben, kostet uns das das Podium, was wir uns eigentlich so schön verdient hätten, mal langsam. Das wäre jetzt echt nicht schön. Wie viel Zeit haben wir verloren? Die Räder. Ich glaube, die Intervallzeiten stimmen nicht. 5 Sekunden haben wir jetzt noch auf Albon. Also jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt darf er nicht noch einen Fehler machen. Wie sieht es bei Duan aus? 6 Sekunden hinter Bottas. Wie sieht der Reifen aus? Der geht stetig nach unten, obwohl wir die meiste Zeit auf Standard fahren. Das wundert mich ein bisschen, dass das hier so angezeigt wird. Aber gut. Dann können wir da auch nicht viel machen. Dann fahren wir einfach normal durch mit Duan. Dann wird er halt 11. Ja, bringt nichts jetzt nur anzugreifen. 6 Sekunden werden wir nicht rausholen. Über eine Sekunde auf Bottas pro Runde. Wird nichts. Und mit Gasly wollen wir das Ganze jetzt eigentlich auch nur noch nach Hause fahren. Schauen wir uns mal Reifenvergleich an. Wir haben den gleichen Reifen eigentlich wie Albon. Ja, ca. 55%. Von der, das sieht gut aus. Albon fährt allerdings zusammen mit Leclerc und Hamilton und Sainz in einer Gruppe. Wir fahren alleine. Also noch so ein Dreher oder ein Verbremser sollte sich Gasly nicht leisten. Und dann können wir das, denke ich, relativ gut nach Hause fahren und haben das erste Podium. So, wir sind in den letzten 2 Runden und konzentrieren uns auf Gasly. Duan, ja, wird wohl 11. werden, wenn kein Unfall mehr passiert. Wir sind vor Leclerc, Albon etc. geblieben. Auch immer noch der gleiche Abstand, ca. 6 Sekunden. Hat sich nichts groß verändert. Und ja,
Es darf Gasly nur keinen Fehler mehr machen. Und dann haben wir das Ganze auch eigentlich ganz gut über die Bühne gebracht. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass wir auch mit den neuen Autoteilen schon so gut da auf der Rennstrecke mithalten können. Klar, Red Bull waren dann am Ende doch zu schnell. Aber der dritte Platz trotzdem, ohne jetzt, sag ich mal, Regen oder irgendwie Safety-Car-Phase, ohne besondere Umstände das zu erreichen, ist nicht schlecht. Das ist, kann man ja so sagen, ist aus eigener Kraft eigentlich. Klar hatten wir den Vorsprung jetzt vor Ferrari und der Konkurrenz, auch weil wir eben mit den Red Bull mitfahren konnten eine Zeit lang, gerade im ersten Stint die ganze Zeit. Die Räder haben wohl blockiert. Das hat uns einiges gebracht in diesem Rennen. Natürlich, dadurch hatten wir jetzt auch am Ende fast 15 Sekunden Vorsprung auf die. Aber trotzdem bin ich doch sehr zufrieden. Und damit haben wir dann auch das erste Podium mit Williams geholt. Gasly wird Dritter. Okay, Checkered Flag, Checkered Flag. Tja, Pierre Gasly griff dieses Wochenende nach den Sternen. Noch nie hat ein Team das Podium so sehr verdient. Alle müssen begeistert sein. Der Franzose war heute in tadelloser Form und hat dieses Podium-Finish absolut verdient. Es war ein enges Rennen zwischen den drei Fahrern, die alle wichtigen Punkte für das Team sichern konnten. Williams ist sicher mit diesem Ergebnis hier zufrieden. Das war gute Arbeit. Eine wirklich solide Darbietung. Genau das haben sie gebraucht. Sie beenden das Wochenende auf dem 5. Rang der Konstrukteursmeisterschaft. Schalten Sie beim nächsten Grand Prix in den altehrwürdigen Straßen Monacos wieder ein. Machen Sie sich für einen der absoluten Höhepunkte der Saison bereit. So, hier dann das vollständige Ergebnis. Perez vor Verstappen, vor Gasly, vor Leclerc, Albon, Hamilton, Sainz, Ocon, Russell, Bottas und Jack Doohan, ja. Leider auf dem 11. Platz. Wie gesagt, da hätten wir, das war mein Fehler, da hätten wir ihn einfach direkt reinholen sollen. Bei dem Boxenstopp gegen Bottas, dann hätten wir uns wahrscheinlich wieder dranhängen können. So hatten wir, ja, genau da haben wir das Rennen eigentlich mit ihm verloren. Natürlich kann er auch von den Rundzeiten nicht ganz so gut mithalten wie Gasly, von der liegt es natürlich auch so ein bisschen an ihm, aber ja, war auch ein kleiner Fehler auf jeden Fall von mir. Und ja, Rest könnt ihr euch anschauen. Wie sieht's aus, Fahrer-WM? Sind wir jetzt Sechster mit Gasly? Wie sieht's vorne aus? Perez und Verstappen kämpfen eigentlich aktuell so am meisten. Allerdings ist der Abstand der Ferrari jetzt auch nicht extrem groß. Das ist natürlich noch aufzuholen. Konstrukteurs-WM, Red Bull, klar vor Ferrari, vor Romeo, Alfa Romeo und dann Mercedes und Williams. Und an diesem Rennenwochenende sacken wir auch um die 6 Millionen ein. Das ist ziemlich nett. Das liegt aber auch an der Glückssträhne, die wir jetzt erfüllt haben. Das bringt ja immer am meisten Boni. Und ja, dann gehen wir erstmal auf unsere Fahrer und können ja die Entwicklungspunkte verteilen. Was wollte ich hier bei Doohan machen? Ist eigentlich egal. Hauptsache einen der Tempowerte. Und bei Puccia, glaube ich, haben wir auch was bekommen. Genau, haben wir auch nochmal zwei. Erstmal beides in Reaktion gesteckt. Gehen wir auf die E-Mails. Was haben wir da? Erwartungen natürlich übertroffen. Seitenkästen sind fertig, wie gesagt, können wir auch direkt herstellen. Erstmal gleich eine. Wann ist das nächste Rennen? Schaue ich mir gerade nochmal an. In 4 Tagen. Das dauert allerdings 8 Tage. Vielleicht können wir vielleicht doch ein bisschen Geld dafür ausgeben, dass wir 2 Stück bekommen in den nächsten 4 Tagen. Notfallmäßig kostet zwar einiges, aber ist jetzt kein Riesen-Upgrade, ne, mit den Seitenkästen. Aber wir machen es einfach mal. Dann haben wir direkt die 2 Stück. Gehe ich einmal auf Lager. Wo sind die Seitenkästen? Hier sind sie. Bauen wir auch beide ein. Und die anderen 2 Ersatzteile gleich herstellen. Auf normal. Das heißt, unser Auto hat sich nochmal leicht verbessert für das nächste Rennwochenende. Was haben wir noch bekommen? Wetterstation ist im schlechten Zustand. Ja, das ist nicht so toll, aber ist mir auch im Moment egal. Gehen wir auf Fortfahren. Heckflügeldesign ist jetzt auch abgeschlossen.
Und das nächste Rennen ist ja dann auch schon Monaco, fällt mir gerade auf. Teamzentrale, schlechten Zustand. Hier, denke ich, werden wir direkt modernisieren oder ein Upgrade einstellen. Da wir dann auch mehr Erfahrungspunkte bekommen, würde ich sagen, nehmen wir hier das Upgrade. Kostet zwar mehr, allerdings ja, ist dann die Modernisierung immer gleich mit inbegriffen. So, Heckflügel ist auch abgeschlossen. Keine Fertigungsplätze sind gerade verfügbar. Das heißt, das werden wir dann erst nach dem Rennwochenende machen. Schauen wir uns die anderen E-Mails an. Vorstandsvertrauen, alles klar. Finanzbericht monatlicher. Autoteilentwicklungsbericht. Können wir uns auch mal kurz anschauen, ne, wo wir da stehen. Aber wir kennen ja die Werte ungefähr. Bei niedrigen Kurvengeschwindigkeiten sind wir halt überhaupt nicht gut im Vergleich zur Konkurrenz. Ansonsten stehen wir eigentlich ziemlich gut da. So, Rennvorschau, Monaco, machen wir noch Rennvorbereitung auf jeden Fall, Leistungsvorgaben. Im Qualifying erreichen wir auf jeden Fall Q2, denke ich, Q3 wieder maximal mit einem Fahrer, denke ich. Und bei der Glückssträhne können wir was Neues auswählen für das Qualifying. Was wollen wir da nehmen? Gucken wir mal mit einem Fahrer, vielleicht für drei Rennen, im Qualifying Minimum. Achter. Gebe 1 Million, und wenn wir mit zwei Fahrern, sage ich mal, Minimum 12. werden, können wir sogar auch die 1,5 Millionen. Und selbst wenn wir den 14. angeben, geben wir 1,2 Millionen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir beide Fahrer und geben eben den 14. an oder 13. Ja, 14. nehme ich jetzt erstmal, weil eben Jack Doohan doch immer mal wieder noch einige Fehler macht und nicht ganz so gut performt in den Qualifying Sessions. Wir können zwei weitere Entwürfe bzw. Forschung einstellen. Gehen wir auf ein neues Projekt. Jetzt würde ich gerne anfangen, wir sind am 2. Juni, vielleicht schon die erste Forschung mit reinzunehmen fürs nächste Jahr und würde hier sehr gerne den Unterboden erforschen. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir in diesem Jahr noch zweimal den Unterboden erforschen. Das würde mir auf jeden Fall sehr gefallen. Stunden werden wir hier keine erstmal einsetzen. Hier sehen wir jetzt auch schon, ne, durch die Abstimmung, die es gab in diesem Jahr, dass wir fürs nächste Jahr auf jeden Fall eine Reduktion haben. Und genau diese Reduktion können wir eben durch Forschung stark reduzieren oder sogar komplett negieren. Gehen wir auf Fortfahren. Hier stelle ich trotzdem das Ganze wieder so ein. Wie gesagt, da wir jetzt unser Auto ein bisschen ausgewogener haben wollen, nehme ich jetzt wieder Leistung bei geringer Geschwindigkeit. Gehen wir auf Fortfahren. Nehmen 5 oder 6 Ingenieure. Ich gucke mal, wie lange dauert das Ganze dann? 62 Tage oder 58 Tage, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Zahlen wir die 1 Million und gut ist. Nehmen wir dann noch einen Entwurf mit rein und dann würde ich sagen, schnappen wir uns vielleicht nochmal die Seitenkästen. Können wir ja nochmal eine weitere Upgrade-Stufe für das aktuelle Jahr einstellen. Nehmen wir hier optimierte Rennleistung wieder. Das wird uns auch, wenn wir uns mal nur die Werte anschauen, hier auf 1 bringen. Hier auf 3,3 und ja, Motorkühlung bleibt bei 19. Fortfahren. Auf intensiv das Ganze stellen und 5 Ingenieure rein und gut ist. Dann haben wir jetzt vor dem Rennwochenende noch genug Geld, um den CFD-Simulator auszubauen, was mir gefällt. Das sind 12 Millionen, upgraden und gut ist. Dann haben wir noch 1 Million über. Und dann befinden wir uns auch schon vor dem Rennwochenende von Monaco. Das 7. Rennen in dieser Saison. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.